Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Orion Trail, wo ich heute wieder beim Versuch sterbe, durch die dritte Galaxie zu reisen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, das Space Montezumas Galaxie haben wir einen Captain, der irgendwie Toffee-Ganznuss-artig ist. Nicht? Also ich habe einen guten Tipp bekommen, dass ich hier vielleicht mal auf die Kampfstärke setzen sollte, weil das habe ich bisher noch nicht gemacht. Und vielleicht versuchen wir das einfach mal. Und das ist natürlich Blaubeerkrokant. Ist mit Toffee ganz noch zur Schule gegangen. Irgendwie geht der Ton immer noch nicht über, habe ich den Eindruck. Also müssen wir kurz mal stoppen, kleinen Moment. Ja, da hat es Blaubeerkrokant gerissen. Ich musste leider nochmal starten, weil sonst wäre der Ton aus den Lautsprechern gekommen. Und das wäre ungünstig, weil dann könnte ich nichts hören und ihr könnt jetzt nur in mieser Qualität hören. Yep. Okay, dritte Galaxie, bla 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 bla. Da ist, oh mein Gott, Toffee Ganznuss wiedergeboren. Doppel-F, Toffee, Toffee, Toffee. Wie viel ist das jetzt, der dritte? Haben wir einen Dr. Douglas? Nein. Wir haben 7 of 11, die hat 2 Kampfstärke. Nehmen wir mal 7 of 11. So. Auch hier kein Dr. Douglas. Also wir bräuchten den Fixer, könnten wir schon gebrauchen hier, weil wir haben relativ wenig Forchung. Allerdings könnten wir hier die zwei Dingens schon gebrauchen, das wäre dann unsere zweite Cyborg. Warum nicht? Emily meint, warum nicht? Okay. Na, ist Dr. Douglas dabei? Nein. Wir brauchen, super, jetzt ist es nämlich passiert. Wir brauchen Forschung und wir kriegen keine mehr. Wir könnten jetzt natürlich den Ork hier nehmen mit den 3 Kampfstärke, dann hätten wir Kampfstärke 6. Das wäre ein bisschen OP, aber vielleicht ist das ja wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Also probieren wir das mal aus. Bin gespannt. So, ja. Uns geht immer Food und Fuel aus. Ich glaube, erst danach geht uns Crew aus, also reicht 20 einfach mal. Und Hülle sollte reichen, oder? Sollte. Ich glaube, es reicht. Reicht das? Es reicht, glaube ich. Ja. Okay, dann schauen wir mal. Red Nebula mit einem Bedrohungsfaktor. One of your ancients has been reading too much metaphysical philosophy. They have started wondering loudly if they really exist or maybe only they exist and everyone else is a figment of their imagination. It's freaking everyone out. Ja, dann müssten wir die 6 hier, die sollten wir dann mal benutzen, indem wir diesen Stuhl werfen, würde ich sagen. Unsere anderen Alternativen wären forschen, ob das, ob es wahrscheinlich ist, dass wir existieren, oder ein Psychotherapeuten. Aber ich glaube, das ist das Einzige, was Aussicht auf Erfolg hat hier, weil, wie gesagt, 1, 2, alles nicht so toll.
Could someone who didn't exist throw a chair at another person? Of course not. You can think of no better way to clear up these philosophical quandaries. So you grab the nearest chair and hurl it as hard as you can. Okay. You miss. Your chair hits the airlock. Sechs Crew verliere ich. And several crew are sucked into space. While you fail to prove anything metaphysical, you prove the existence of the Galaxy Force paperwork you now have to fill out. Super. Okay. Wer weiß, was es da gibt. Und hier gibt es auch, wir wissen nicht, was es hier gibt. Wollen wir zu den Planeten? Das ist bestimmt nur wieder dieses National Geographic Filmteam. You hear a knock on the door to your quarters and one of your officers cracks the door open. Hey, I just wanted to apologize for earlier. It won't happen again. You're not entirely sure what this transgression was, but all is forgiven. Okay, sehr gut. An enormous space manatee looms, das ist hier eine Seekuh, looms before the ship. Per the secondary directive, you order the ship to engage the majestic creature for science. Closer, closer, too close! The manatee lunges, swallowing the ship whole. Ja, würde ich sagen, shoot your way out. Hoffen wir mal, das klappt. Ich meine, super Chancen. Okay. The various bric-a-brac from earlier ships provide the teams plenty of targets. One round hits a quantum space mine. The resulting explosion causes an enormous belch, freeing the ship. Oh, hat sogar überlebt, die Seku. Sehr schön. The away team also scavenges some supplies. Okay, das gibt Nahrung, das ist gut. So, hier wissen wir nicht, was es gibt und hier wissen... Ugh. Das ist alles geheim hier in dieser Scheißgalaxie. Okay. Sensors indicate there is some sort of floating memorial nearby. Your navigator asks if you want to make the short detour to check it out. Soll man das machen oder nicht? Machen wir es mal nicht. Wollen möglichst schnell ankommen hier. Security detects something just beamed to the bridge. Have you heard the good news? Asked the voice coming from a small green lizard. You could save 15% or more on spaceship insurance. You're not sure how this little green guy... this little guy made it through your security filters, but it suggests some problems. Take the lizard into custody and do a full sweep of the ship. You are hailed by an enemy ship who demands the return of their lizard. When you refuse, citing a violation of space protocols, the ship fires your beam... You beam the lizard back and set about restoring your hull and beefing up your security procedures. Okay. Brep oder brep. Da gibt's Fuel. Haben wir genug im Prinzip? Da gibt's Hull. Hull, glaube ich, wäre gar keine schlechte Idee. Dread, you've entered fancy space. Hopefully you can pass through without anyone. Bzzzt. Ha ha ha! And what have we here? Yeah. A Galaxy Force cruiser. How droll. Prepare to be boarded by the great Reculot for your extravagance evaluation. The ship's a mess. Ambush him. Wir haben noch keinen einzigen Punkt hier verloren. Das ist das einzige Positive. Aber ich glaube, wir haben hiermit noch nie wirklich gewonnen, oder? Das sind nur drei Negativausgänge hier in diesem... Trotzdem nicht. Reculot forms on the pad before you.
You jump him, however your comm buzzes. I always send a well-groomed decoy. You'll find that the chap you have here is a bomb. Bald nicht mehr viele Leute übrig hier. Dann muss ich ja hier hin. The warp core is having trouble starting due to a clogged plasma manifold. Your chief engineer claims you just need to increase the fuel intake to flush out the burnt material. You could also probably flush it out with new tube paste. Toll. Internal sensors detect an alien presence has suddenly appeared aboard your ship. The alien has given no indication of his intentions. Also, dass die beiden hier würden sich anbieten. Bait the alien intruder into the open oder communicate with the alien intruder. Kommt aufs Gleiche drauf hinaus, dann versuchen wir mal zu kommunizieren. Ist klar. Ist klar. The peace message works and soon trade relations open with the alien race. Unfortunately, the primary export is re-recordings of stray radio transmissions of various old Earth boy bands. There's a mutiny in the crew. Shit. Wir haben nicht mehr viel Crew. Fragezeichen und Hall. Weil wenn wir hier nicht Leute finden, dann sind wir gleich schon wieder tot, habe ich den Eindruck. You spot unexpected passengers aboard, taking holographic pictures and asking impertinent questions of your crew. Die zwei Leute, ja. They claim to be fans from another dimension where you, your ship, crew and perils are viewed as popular entertainment. Also wir können sie runterwerfen und oder wir könnten versuchen, ihnen eine Tour zu geben. Vielleicht könnte das helfen, dass sich ein paar uns anschließen. Versuchen wir das mal. Oh God. Despite your offer, the fans seem to respect no boundaries. Several crew report your guests poking into their personal lives, suggesting romantic advice about other crew. You diffuse the tension by throwing a going away party. Yeah. Da gibt's Essen, da gibt's keine Ahnung. Alarms begin to blare. You've entered space controlled by the Analog Collective. The rudimentary technology slipped by your sensors. Nearly a dozen hodgepodge cubes float into view. You don't think you've been detected yet. Stopp! Nein! Ah, shit! Kacke. Turns out your engines... shit. Need an upgrade. After, embarrassing brief chase, the analog cubes swarm you and begin wreaking havoc on your ship and your crew with an assortment of outdated weaponry. You barely escape. Moving on. Yeah, nice. Gibt's hier Leute? Hier gibt's Leute. One of your officers contracted cosmic cholera. It seems that your trusted fuel czar forgot to screw the cap back on. Shit. A robotic representative of the Cosmic Craft Club received your distress call
and has fuel for you. You thank the robot and remind yourself to renew your CCC membership later this light year. Phew, that was quite a random event. Luckily you took care of the problem before it became a full-blown encounter. Well played, Captain. Rap while dancing. Okay, deciding that your crew could use an art of fun, you all go to the famed Galaxy Club. To your horror, you learn it's Karaoke Night. A burly one-eyed hippo club from Nebus 4 challenges you to a karaoke sing-off. Your crew acts on you. Also, Classic Heavy Metal darf ich nicht? Warum nicht? Ah, ich habe nicht genug Bravado. Okay, dann Rap while dancing. Gott sei Dank. You're going to give these people a show they'll never forget. It's not good, but it's brave and inspires a lively discussion about its artistic message. It's generally accepted as an ironic metaphor for the place of humans in the universe. Several bar patrons want to enlist to continue the discussion. Cool. Ja, dann müssen wir ja jetzt hier zu diesem blöden Planeten. Apparently, the officer in charge of security forgot to turn on the communication encryption algorithms for the past few light years. Now everyone knows that tactical attack pattern Delta means go around in a circle and shoot the bunch. Okay. Fuck! Out of fuel. Ich glaub, das war's. Bowling shirt has received your call for help. He says he's a collector of ship paneling and will trade you fuel for your armor. Oh god, da habe ich auch nicht mehr viel von. People are into all sorts of things apparently. Okay. Scanners are detecting an eerie nocturnal planet nearby with a single green glowing moon. Apparently it's chock full of loot and natural resources. Das klingt ja gut. This could be a valuable opportunity. Are you going to check it out? Of course, form an away team. So, 7 of 11 nehmen, die ist am breitesten aufgestellt. Oder wir könnten Crutch Star Crush nehmen. Der ist immerhin sehr kampfstark. Sie ist beschädigt. Er ist der Einzige, der unbeschädigt ist, der noch ganz gesund ist. A hunched figure, as green as a planet's moon, stands patiently before your team. This moonman gestures for your team to follow him below ground, a smile frozen upon his face. Not so fast, Mr. Green Jeans. You're calling the shots here. Search the surface first. Follow the moonman underground. Something's not right about the mission. Ich glaube, wir gucken uns erstmal die Oberfläche an. Crutch Starcrush explains the situation to the moonman, who nods slightly and follows behind your team, smiling. They march through a lush, creepy forest until they arrive at a clearing. Your team stumbles upon a shoddy wooden shelter with a feast laid out. On a fancy table beneath it, smiling, the moon man produces some stone bricks and points towards the structure. Toss the bricks at the picnic. Okay. Nicht viel Crew. The bricks topple the shabby shelter right on top of the turbid of Trobit the Persistent, who was setting up a flank. Eesh, the moonman collects his bricks and the newly fallen wood. You collect the food and the body. Your team descends deep into the planet following the moonman. They file into a cramped cavern filled with crates and debris. Someone sneezes, the tunnel behind quakes and then caves in. Your team is trapped.
Shit. Grad Starcrush presses the button and tosses the grenade. Look at the thing bounce. Ooh-oh. Boom. The blast vaporizes Ensign Spanky and the next person over. Luckily, it also carves everyone a way out. Jetzt haben wir nur noch einen Crew. Starcrush leads the away team into an ancient and dusty crypt. A stone casket stands ominously in the center of the crypt, undisturbed. The moonman gazes at it, still holding his stiff smile. How should the team proceed? Machen wir den mal auf. Vielleicht ist ja irgendwas Nützliches drin. To the team's horror, a tangled mess of old bones heaves himself out of the casket. The bone thing's four skulls stare at your team as it reaches into the casket to retrieve a sword and shield. Crud Starcrush needs an order. Glorious battle. Sieht nicht so gut aus. No, sieht nicht so gut aus. The Terror defends the script with ruthless efficiency. It loses momentum once Kilna, Lindarus and other crew members are impaled upon its sword. Everyone retreats during this grisly opportunity. Nun ist auch egal. Your intrepid team has now arrived the bowels of a dark, damp dungeon. The walls are fuzzy with moss. An enormous blob creature, bristling with mushrooms and tendrils, is sleeping soundly in a pool in the center of the passage. Yeesh. Season it mit einer Salzkanone. Okay, versuchen wir es mal. Oh Gott. Okay, ich guck mich hin. Ja, das wird wahrscheinlich eher nix. Blub! Dark Flex on Flash. Fresh ground prepper. Wait a second, that's the wrong weapon. The blob sneezes itself awake and blasts Crud Starcrush with a stream of burning spores. The party escapes down a narrow side path. Macht das jetzt noch Sinn eigentlich? Naja. The away team follows the moon man to a ledge that looks out into a massive bottomless cavern. The only way forward is a crumbling stone bridge leading up to a platform suspended above the pit. That's got to be the treasure. Forward team, make a daring dash across the bridge. Nope. Das wird nix. Das wird nix. Bruce and better your team finally reaches the treasure. Open the chest and claim a reward. So, ist mir egal. Fuel, okay. Und er kriegt Punkte. Ich habe keine Crew mehr. Gott. One of the crew working in the cafeteria tried to make a Flandromeda flambé, an incredibly complicated and dangerous dish that uses flaming warp plasma. The ensign skipped a step and now you have a cafeteria full of Nutri paste. So. You receive a frantic message from the cafeteria. Apparently someone added water to a giant brick of dehydrated nutri paste and it has begun to grow exponentially. Several crew members are trapped behind a giant blob of... Look up a solution fast. Stopp, 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 nein! Minus 6 Crew, ja gut, ist egal. Wo nichts ist, kann man nichts verlieren.
Oh. Let's chat with the soldiers. Then I got Peskin Customs. Okay. Eigentlich wollte ich ja Crew. Ach so, hier kann man Crew. Okay. Okay, das sollte man also nicht machen. Das sollte man auch nicht machen. Ob ich viel weiter damit komme, weiß ich nicht. Aber probieren wir es mal. With the trade complete, you head back into the mess hall. The soldiers are still gone. Leave. Time to leave. Oh Gott. After much wear and tear, your warp axle has finally given up the ghost. By which we mean the warp axle was forcibly ejected from the warp core and then out of your ship. It's in space now. Sensors show a massive vessel approaching and all channels are jammed with a catchy tune. It's an Omega Mart Superstore. Galaxy Force ships can't repel bargains of this magnitude. Your crew turn to you with big doe eyes. Grab weapons at great prices. So unglaublich. Es ist vollkommen egal, wie viel Punkte ich da habe. Ich verliere immer. Sechs habe ich da. Sechs habe ich da. Nur drei sind da. Okay. There's three for one deal on bla. Okay. The indestructible two. Not that indestructible. Toffee Gansnuss der Dritte ist tot. Das Label Toffee Gansnuss. Ja. Das war ja auch fast wieder eine halbe Stunde. Passt ja. Ich hätte uns gewünscht, dass wir mal ankommen hier, aber was soll's. Incredibly dead. Okay. Ja, ich habe neun hiervon, aber es hat nichts gebracht. Wir sind 12 Mal haben wir daneben und nur drei Missionen haben wir bestanden quasi. Und eine mit Personenschaden. Ja, dann schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal weiter ist. Wenn euch dieses Video gefallen hat, wie ich wieder sterbe mit meinem Schiff, dann drückt diese Glocke und subscribt dem Kanal und liked das Video und schreibt einen Kommentar am besten, weil irgendwie schreibt nie einer einen Kommentar. Bis auf Bürger. Okay, bis dann.